Sunt Izabela Weibel, bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Transilvania Policromă. Vă reamintim că ne puteți vedea și pe portalul video al televiziunii române, tvrplus.ro, iar pe pagina noastră de Facebook și canalul YouTube al emisiunii puteți găsi alte materiale și informații actuale. Anul universitar 2020-2021 reprezintă anul jubiliar al liniei germane la Universitatea Babeș-Bolyai, linie care sărbătorește 25 de ani de la înființare. Alături de noi se află în legătură directă dr. Kinga Ksenia-Hovodinoi de la Universitatea Babeș-Bolyai. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru invitație și oportunitatea de a participa la această emisiune. Mulțumim și noi că sunteți astăzi alături de noi. Danke schön, că să ne spun în trei limbi, deoarece noi comunicăm foarte policrom, tipic pentru această zonă, adică zona Transilvaniei, ca și o primă întrebare. De ce a fost importantă înființarea liniei germane în cadrul Universității Babeș-Bolyai acum 25 de ani? Da, acum 25 de ani, precum ai zis, de fapt, inițiază sau se începe istoria modernă a liniei de studii în limba germană de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, care oarecum este o continuare a istoriei mai lungi și acestei limbi de predare în cadrul universității. Iar în 1994, da, s-a luat decizia ca noua structură a universității să includă aceste trei linii de studii, deci lângă română și maghiară și limba germană, oferind posibilitate elevilor, care bineînțeles mai ales în Transilvania, în școlile cu predare intensivă sau chiar ca și limba modernă a limbii germane, ca să-și continue studiile în cadrul Universității din Cluj, unde la mijlocul anilor 90, 94, 95, 96, 97 au fost inițiate numeroase specializări la diferite facultăți. Nu la toate 21 din care există în cadrul universității, dar la foarte multe dintre acestea. Însă, inaugurarea sau inițierea acestei linii de studiu în limba germană nu a fost un eveniment unic, oarecum au fost în paralel mai multe evenimente care au avut poate intenția să mărească importanța limbii germane în cadrul universității, aici fiind vorba și de exemplu și de inaugurarea Centrului Cultural German sub egida Societății Culturale Române Germane, care oarecum a avut loc chiar în aceeași perioadă, iar mai târziu, câțiva mai târziu, s-au inaugurat și Biblioteca Austriacă, tot în afiliat Universității Babeș-Bolyai. Deci sunt mai multe instituții care împreună, bineînțeles, cu această posibilitate de a studia în limba germană de la universitate, au contribuit la importanța acestei limbi, oarecum ca și o, da, fiind poate un lucru foarte natural, fiind vorba despre Cluj, despre Transilvania, care, bineînțeles, dorește să mențină, să promoveze această multiculturalitate care există aici la noi. Și ați amintit de... Ați amintit de elevii care studiază și învață limba germană, atât la școlile din Transilvania, cât și pe teritoriul României, atât ca și limbă maternă, cât și ca și limbă străină. În afară de aceste persoane, cine poate studia încă la linia germană în cadrul Universității Babeș-Bolyai? Cine este așteptat la înscriere? În primul rând, bineînțeles, toți care vorbesc limba germană, deci aici nu facem niciun fel de discriminare, să zic așa, însă neapărat pentru a putea participa în mod eficient la procesul didactic și de cercetare este nevoie ca, bineînțeles, elevii sau viitorii studenți din cadrul universității să vorbească limba germană la nivel necesar pentru a putea înțelege și a fi activ la aceste cursuri. Deci, pe de altă parte, putem să spunem că avem și studenți care vin din străinătate, din Germania, chiar în anumite facultăți au și studenți care studiază aici la noi, pur și simplu pentru că cursurile, seminariile, tot procesul didactic de predare se desfășoară în limba germană, deci pot să participe fără să aibă probleme, deci fără să vorbească limba română sau limba maghiară care este practicată aici la noi în cadrul universității. Deci, pe de altă parte, în afară de studenții care participă sau
fac toate studiul integral la Universitatea din Babeș-Bolyai din Cluj. Bineînțeles că avem și studenți Erasmus care vin pentru un semestru sau două și își fac o parte din studiu, absolvează aici la noi. Care sunt proiectele anului jubilar, respectiv evenimentele care au loc în acest an universitar? Mulțumesc pentru întrebare. Avem o multitudine de evenimente, bineînțeles, fiind un pic restrânși în cadrul în care ne desfășurăm un moment, mai ales pe platformele online. Însă există foarte multe evenimente care, pe de o parte, se desfășoară la nivel de universitate, pe de altă parte se adresează unor cercuri mai restrânse, poate în cadrul unei facultăți din cele care oferă specializări în limba germană, pe de altă parte se adresează și publicului larg. Doar spicuind unele dintre aceste evenimente, pot să spun că au fost organizate conferințe adresate studenților, au fost organizate de către studenți, pentru studenți, diferite concursuri cu premii. Este în pregătire un volum aniversar la care contribuie atât cadre didactice din cadrul universității, cât și foste cadre didactice, dar și parteneri de la diferite instituții și facultăți, universități din lumea vorbitoare de limbă germană. Pe de altă parte, este în pregătire un simpozion care va avea loc în luna iunie. Este un eveniment mai amplu. Am avut și câteva prelegeri. De exemplu, o colegă de la Facultatea de Biologie a pregătit și un material video despre fluturi. Au fost diferite săptămâni în care studenții au avut ocazia să discute cu firme despre posibilități de carieră. Azi începe, de exemplu, cred că este a noua ediție a Universității Elovilor, care este un eveniment de promovare a posibilităților de studiu în limba germană de la Universitatea Clujană, unde elevii pot să aibă o mică incursiune a ceea ce înseamnă studiul în limba germană la noi și ce înseamnă dreapta studențească din Cluj. Ce am mai avut? Sper să nu uit nimic, ca să nu jignesc nici vreun coleg să vreun un eveniment pe care a fost organizat de ei, dar este un palimpsest foarte larg de evenimente, precum am zis, adresate atât publicului larg, cât și cadrul didactic și studenților de la linia de studiu în limba germană. Pentru că vedem câteva fotografii cu studenți în mediul online, aș dori să vă întreb și doresc să vă întreb în ce măsură a influențat pandemia munca dumneavoastră ca și profesor? Foarte mult. Suntem în spațiu virtual de acum de mai mult de un an. Am absolvit două semestre, un examen de licență, două sesiuni în sfera online. Pot să spun că a schimbat foarte mult, în special interacțiunea cu studenții, având această barieră între noi. Eu personal, mie îmi lipsește foarte mult această interacțiune personală, fiind și de la Facultatea de Geografie cu practicile de teren, aplicațiile de teren, care acum s-au transpus și acestea în forme de proiect în spațiul virtual. Dar, pe de altă parte, pot să spun că am făcut cunoștințe cu anumite instrumente pe care și după ce va trece această perioadă, sigur le voi întrebuința în procesul didactic, pentru că s-au adeverit a fi foarte active, interactive, care oarecum motivează studenții să participe mai activ la aceste cursuri și seminarii pe care le avem. Și ca și ultima întrebare, de ce este un lucru pozitiv, de ce este benefic pentru un tânăr să studieze la linia germană în cadrul Universității Babeș-Bolyai? Sunt mai multe beneficii, poate unul care este decisiv ar fi această cunoștință aprofundată a unei limbi străine, precum este Germania. Pe de altă parte, linia de studiu în limba germană de la Universitatea Babeș-Bolyai a creat și a înmulțit relațiile cu sfera economică, relații foarte strânse de colaborare în diferite forme, care, bineînțeles, deja este oarecum o poartă deschisă largă pentru studenții care vorbesc limba germană și pot începe să vadă ce se poate face în piața muncii, având aceste cunoștințe de limbă. Pe de altă parte, pot să spun că avem un corp de cadru didactic foarte bine pregătit, care este susținut și de colegi din universități austriece sau germane, prin faptul că ei preiau anumite cursuri și seminarii, deci studenții au ocazia să lucreze cu
profesori care vin și din alte zone decât Cluj, au și diferite posibilități de a participa la cursuri în străinătate, de a aprofunda cunoștințele și în cadrul unor practici desfășurate la diferite instituții și firme. Vă mulțumim foarte mult pentru acest interviu, doctor King Oxeniohova din noi, din care Universității Babeș-Bolyai. Felicitări pentru tot ce organizați în acest an universitar și vă mulțumesc pentru efortul și munca depusă, deoarece și eu am fost studentă la linia germană în care Universității Babeș-Bolyai. Vă mulțumesc frumos! Și eu vă mulțumesc foarte mult! La revedere! Vă invităm să urmăriți un material realizat despre linia germană din cadrul Universității Babeș-Bolyai. Pe această cale le dorim profesorilor și studenților mult succes în continuare! In der Prüfungszeit des Studienjahres 2012-2013 gab Dr. Christina Bojan der deutschsprachigen Sendung ein Interview über die deutschsprachigen Studiengänge der Babeș-Bolyai-Universität Klausenburg. Christina Bojan unterrichtet an der Fakultät für Europastudien der Babeș-Bolyai-Universität Klausenburg und ist Departementleiterin des deutschsprachigen Departements für Europastudien. Sie unterrichtet Fächer im Bereich der internationalen Beziehungen und Kulturwissenschaft. Wir haben auch noch einen Bachelorstudiengang und einen Masterstudiengang. Der Bachelorstudiengang orientiert sich nach Europastudien und internationale Beziehungen. Und den Master, es hat schon dann politische, also vergleichende politische Studien Deutschland-Osteuropa, so heißt es. Und da im Fokus steht schon Deutschland-Osteuropa, wissenschaftliche Methoden für Vergleich und wie man das in Praxis auch anwenden könnte. Diese deutsche Abteilung an der Fakultät für Europastudien existiert seit 2004. Also es begann mit dem Master, dann hat sich als Bachelor dann etabliert und so weiter. Aber ab dem, wir haben natürlich die statistischen Zahlen. Am Anfang, es war ziemlich neu, also niemand wusste so richtig, worum es hier geht. Es waren so geben 25 Leute, die sich eingeschrieben haben. Dann nach zwei Jahren begann so ein Boom, in dem Sinne, dass so circa 60 Leute sich eingeschrieben haben. Das war ziemlich viel. Und ja, das ist alles ist in deutscher Sprache. Deswegen kommen halt weniger als für die rumänische Abteilung oder für, weiß ich nicht, englische manchmal. Und in den letzten drei Jahren, da hatten wir schon auch ein demografisches Problem. Also das kann man schon sehen. Vor einem Jahr, also diese Gruppe, die jetzt schreibt, also die waren schon in einer demografischen Tieflage. Das heißt, es haben sich überall weniger Studierende eingeschrieben. Sie waren im Jahr 24 eingeschrieben und blieben dann 20. Das heutige erste Jahrgang, also erstes Jahr hat 37 Studierende, also ich würde sagen, es war Tigerinteresse vor in 2006, 2007 sehr groß, da hatten wir mehrere Studierende, da waren eher eine Senkung der Studentenzahl und in den letzten zwei Jahren beginnen wir wieder nach oben zu gehen und vor allem deswegen, weil wir auch zwischenzeit unser Angebot vervielfältigt haben. Das heißt, wir haben auch noch ein Doppeldiplom-Möglichkeit mit unserer Partneruniversität von Magdeburg. Das heißt, das ist ein Stipendium von dem DAD, in dem die Studierenden bei uns zwei Jahre bei uns studieren, ein Jahr in Magdeburg oder die Magdeburger studieren halt zwei Jahre in Magdeburg, ein Jahr bei uns und am Ende bekommen sie zwei Diplome und das gilt natürlich auch für Bachelor- und auch für Masterbereich. Und das zieht schon viele Menschen an. Außerdem, wir versuchen immer gute Praktikumsplätze zu finden für die Leute, also richtig Arbeitserfahrung zu ermöglichen und ich denke, das zieht dann schon auch die Einheimischen und neulich haben wir dann immer mehr internationale Menschen, die sich direkt von Deutschland oder von Holland oder so bei uns sich einschreiben. Wir fragten Sie über die Entwicklung der deutschsprachigen Abteilung der Fakultät für Europastudien und die Wichtigkeit der deutschen Sprache. Ich denke, dass es ist nicht so leicht, also richtig hier alles auf Deutsch zu studieren. Und viele vielleicht haben nicht genug Mut, also oder vertrauen ihre Deutschkenntnisse nicht genug, um so für ein deutschsprachiges Studium sich einzuschreiben, zu bewerben. Manche, soweit ich weiß, von den deutschen Schulen, deutschen Gymnasien vielleicht direkt nach Ausland gehen zu studieren. Das ist auch eine Option. Deswegen versuchen wir auch wettbewerbsfähig zu sein und möglichst auch von Auslandmenschen hier anzuziehen, damit sie nicht so viele weggehen. Zweitens, ich denke, je nach Interesse.
Also ich denke, im generell die deutsche Sprache hat nicht ein, hat einen seinen Statut nicht verloren während der letzten 10, 15 Jahren. Uns interessiert dann die Kontakte zu den Alumnis der Europastudien sowie die Informationen über die Arbeitsmöglichkeiten der Alumnis nach dem Abschluss ihres Studiums. Klar, wir haben unsere Alumnis, wir haben auf Facebook eher Kontakte, also auf alle möglichen Wege. Viele von denen arbeiten hier in Cluj und also ich und auch meine Kollegen haben dann Empfehlungen gegeben. Wir haben dann Firmen, wir wurden angerufen, über diese Menschen dann Beschreibungen, Empfehlungen zu geben. Das haben wir dann mit mehreren Firmen, auch beim Bombardier, mit Office Depot, mit allen möglichen größeren Firmen gemacht. Die sind schon gesucht und sie kommen sehr gerne, wenn sie noch Fragen, Probleme haben. Ja klar, sie kommen dann immer zurück, dann brauchen sie Hilfe. Aber selbst wenn sie nicht Hilfe brauchen, in der letzten Zeit haben sie begonnen, ihre eigene Unterstützung anzubieten. Was ich sehr schön fand, zum Beispiel, wenn bestimmte Stellen in dem Arbeitsplatz freigegeben wurden, dann haben sie sich sofort an mir gewendet, dass ich an den aktuellen Studierenden diese Nachricht weiterleite, wer sich bewerben möchte. Timea Pop ist Studentin an der deutschen Abteilung der Fakultät für Geografie der Babesboja-Universität. Über die Präsenz und die Rolle der deutschen Sprache im Leben der Studenten berichtete sie. Es war eigentlich die Idee meiner Mutter, dass ich ein deutsches Kindergarten besuche, also ein deutschsprachiges Kindergarten. Danach habe ich die deutsche Schule, also das deutsche Lyzeum Johann Ettinger aus Dattmar besucht. Und ja, jetzt studiere ich halt dann auch auf Deutsch, weil es mir irgendwie einfacher fällt, in Deutsch studieren als in Rumänisch. Meiner Meinung nach ist es immer ein Vorteil, wenn man mehrere Sprachen kennt. Und wenn wir in Betracht nehmen, dass viele Jugendliche, die Fremdsprachen kennen, im Ausland ausgewandert sind oder im Ausland studieren, dann hat man schon einen Vorteil, wenn man in Rumänien die Sprache kennt. Simandan Codruța, Studentin im zweiten Jahrgang an der Fakultät für Europastudien der Babesboja-Universität in Klausenburg, berichtete über ihre Wahl des Studiums. Ich studiere Deutsch seit meinem dritten Lebensjahr, seit dem Kindergarten also. Ich habe bei Johannes Honteros Lyzeum in Deutsch studiert, natürlich in Kronstadt. Und für mich war natürlich die Wahl der Fakultät ganz klar auf Deutsch weiterhin. Und ich wollte erstmal Deutschland natürlich. Aber letztendlich habe ich mich für Klausenburg entschieden, weil Klausenburg vor allem eine Studentenstadt ist, eine bekannte Studentenstadt. Ganz tolle Fakultäten anbietet und auch auf Deutsch natürlich. Und Europastudium war für mich ganz klar, weil ich eine ganz überzeugte Europäerin bin. Deutsch habe ich gewählt, weil es meiner Meinung nach ist eine sehr wichtige Kultur ist und eine sehr wichtige Sprache, die man nicht vernachlässigen darf, vor allem weil man ja in Siebenbürgen ist. Und Siebenbürgen ist ja die deutsche Kultur ein sehr wichtiger Teil, eine Säule dieser Gesellschaft. 2014 feiert die Fakultät für Europastudien ihr 10-jähriges Jubiläum, zu dem bereits die Vorbereitungen laufen. Hierzu werden alle Alumnis eingeladen, mindestens an einem ganztägigen Programm teilzunehmen, wobei es die Möglichkeit zum Austausch der ehemaligen, jetzigen und auch zukünftigen Studenten geben soll. Urmează un nou episod din rubrica Tezaur Literal Ucrainean. De data aceasta vă propunem să ascultați o poveste populară, interesantă și educativă, care se intitulează Trei dorințe. Veți afla cum un cuvânt spus la repezeală și negândit a devenit o piedică în realizarea celor mai importante dorințe ale unui moș și ale babei sale. Așadar, luați aminte la ce au pățit moșul și baba din povestea noastră de astăzi și nu uitați zicala înțeleaptă din bătrâni, cuvântul nu-i vrabie a zburat, nu-l mai poți opri. Добрий день, дорогенькі дітки! Ось і знову літературна скарбничка до вас завітала. Сьогодні вам пропоную прочитати українську народну казочку. І давно ми не читали з вами з цієї книжечки. Дивіться, в мене є отака чудова книга
У ній дуже багато гарних українських казок з дуже гарними ілюстраціями. Я дуже люблю цю книжечку і сьогодні вам прочитаю з неї одну казочку. А називається наша сьогоднішня казочка «Три бажання». Були собі дід та баба і дуже бідно жили. Ні з'їсти, ні спити, як люди. Завжди голодні-холодні, а до праці сили не мали. Сиділи та сумували, та в віконце позирали, що їм принесе людська ласка. От прийшла до них раз хитрюща баба, а то була чарівниця. Вони чимали поділилися з нею, та ще й добрим словом прийняли і переночувати дали. За те, що ви мене не вигнали серед ночі з хати і останнім кусником хліба поділилися, «Я вам хочу віддячити», – сказала вона на прощання. «Коли я піду, загадайте собі три рази те, чого ви найбільше бажаєте. І кожне ваше бажання зараз і збудеться. Будете ж ви мене до кінця життя свого згадувати?» Та й пішла. Старі сіли за столом та й почали думати, що б їм таке загадати, аби їхнє життя – таке бідне та вбоге зробилося враз сите і гарне. Поки баба сиділа та міркувала, дід, дуже голодний, сказав: «Найперше хочу печеної ковбаси, величезний шматок». А щось дивиться дід, а з комина спускаються кільця ковбаси завбільшки з 10 ліктів. Та такої рум'яної аж дух однеї пішов по хаті. Баба глянула і позеленіла від злості на таке нікчемне дідове бажання. У неї, бо ж бо, в голові склалися інші, щоб повернути собі молодість, здобути багатства, великі скарби. А тут дід вихопився зі своєю ковбасою, як дурень зі ступою, і звів на нівець одне бажання. Не могла баба на душа цього стерпіти. «Або дай же тобі, йолопи, та я ковбаса, та до носа приросла!» – вигукнула розгнівана баба. «І що ж? В одну мить та ковбаса з комина, та до дідового носа, цоп, і приросла, мов би там і вікувала!» Дивляться тоді вони одне на одного. «Що за оказія? Що сталося?» Дід, що завжди такий гарний здавався бабі, тепер з ковбасою біля носа, то ж чиста мавпа, проява, страхопут якийсь, що й дивитися гидко не те що. Сидять обоє та й плачуть, що їм тепер робити? «Ще тільки одне маємо бажання», – каже дід крізь сльози. «Тільки одне», – каже плачучи баба. «Будемо вже тепер загадувати обоє разом». «А будемо, – каже дід, – то щоб же ота ковбаса та від носа відпала?» Сказали, а та ковбаса, хто знає, де й ділася, наче її язиком злизало. От тоді вони з тієї досади почали сваритися та докоряти одне одному, чого раніше між ними ніколи не траплялося. Ось і казочці кінець. А хто слухав – молодець!
добрий день, дорогенькі дітки! З вами знову літературна скарбничка. І сьогодні до нас завітала Нора. Вона буде слухати разом з вами казочку. Нора, привітай діток! Всім привіт! Змощуйтеся зручненько. Сьогодні ми прочитаємо з вами одну з українських народних казок, яка є в оцій чудовій книжечці. А називається наша сьогоднішня казка «Як панок балакав по-німецькому». Ти вмієш говорити по-німецькому? Ну, а ось ці казочки панок говорив по-німецькому. Дізнаємося зараз, як то він це робив. Жила бідна вдовиця, що мала доньку вродливу, як ружа. І захотів ту дівчину посватати поганий панок із сусіднього села. Був мершавий, та гонору мав стільки, що стало б і на трьох великих панів. От поїхав він до вдовиці на оглядини. В дорозі довго думав, як має поводитися, щоб удовиця та її донька переконалися, що він не просто там якийсь панок, а справжній панисько. Сказав своєму наймитові: «Коли буду балакати, ти кажи, що я великий пан і вмію лише по-німецькому. Чуєш? Ага. Будеш їй по-нашому тлумачити те, що вчуєш від мене. Зрозумів? Ага». Приїхали вони. Вдовиця так зраділа, що аж засяяла перед паном. «Прошу, красно, заходьте до хати». «Вухри-мухри, вухри-мухри», – відповів панок. Удовиця витріщила очі. «Що з ним?» – питає наймита. «Мій пан говорить лише по-німецькому», – відповідає наймит. «Він не просто там якийсь там панок, а справжній панисько». Удовиця запросила їх обідати. «Вухри-мухри», – промимрив наречений. «Що, пан, сказали?» «Та казали, що не хочуть їсти», – розтлумачує наймит. Панок був голодний і за таке тлумачення розсердився на наймита, аж почервонів. Крикнув щосили: «Вухри-мухри! Вухри-мухри!» Наймит смикнув удовицю за рукав. «Відійдіть від нього, пані матко, не докучайте з гостиною, бо він може вдарити. Як ще раз йому згадаєте про їжу, пан утече». «Вухри-мухри!» – застогнав панок. А наймит тлумачить: «Пан кажуть, що їм усі панські страви вже приїлися. Просять, щоб їм дали горнятку води й окраєць хліба». От посідали красненько до столу. Панок їв сухий хліб і запивав водою. А вдовиця та її дочка, а з ними й панів наймит – вареники в сметані. Смакота, правда? Почали нарешті лаштуватися в дорогу. Вдовиця поклала перед нареченим вузлик з гостинцями. «Вухри-мухри, вухри-мухри!» – вдячно закивав головою пан. А наймит своє: «Що ви, пані матко, заберіть, бо пан однаково викинете в яр. Не серте й мого пана якимось там вузликом». Панок наш те аж скривився. Виїхали за село, і як голодний вовк накинувся панок на наймита. «Що ти наробив? Мені з голоду в очах темніє!» Наймит знизав плечима. «А хіба я знаю по-німецькому? Думав, що тлумачу все, як має бути». Цілу дорогу пан сопів у ніс, але відтоді більше не балакав по-німецькому. Ось така історія. Хто теж хоче вигадки всякі вигадувати, той може залишитися голодним, так як і цей панок, правда? Так що, діти, якщо будете говорити німецькою мовою, то тільки справжньою. Вчіть її в школі і правильно говоріть. Бо залишитися голодним, як наш панок. Так, доця? Сподобалась тобі наша сьогоднішня казочка? Навіть смішна була. Сподіваюся, і ви, дітки, трішки посміялися. На цьому наша літературна скарбничка закінчується. Ми з Норочкою махаємо вам ручечкою. До нової зустрічі наступного разу. Всім до побачення!
Deoarece săptămâna viitoare intrăm în săptămâna mare, vă invităm să urmăriți un material realizat în bucătăria Adinei Constantinovici despre pregătirile pascale, specifice fiecarei familii de etnie germană din zona Satu Mare. Sunt Isabela Weibel, vă doresc o săptămână plăcută și vă așteptăm cu drag în fața ecranului săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Transilvania Policromă. Reamintesc că ne puteți vedea și pe portalul video al televiziunii române, tvrplus.ro. Vă așteptăm și pe pagina noastră de Facebook și canalul YouTube al emisiunii. O fidozin, o visot la Dașno. La revedere! Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu der heutigen Sendung. Wir begrüßen Sie bei einer guten Freundin von mir, Adina Konstantinovic, zu Hause. Sie kocht auch heute für uns. Und zwar wird sie uns die schwäbische oder die deutsche Küche, die Küche der deutschen Minderheit aus Rumänien, vorstellen. Und zwar geht es um die österreichische Tradition. Adina, kannst du einiges dazu noch sagen? Hallo, liebe Zuschauer. Ich freue mich, dass du wieder hier bist in meiner Küche. Wir bereiten den Korb vor für die Kirche. Wir gehen mit dem Korb und im Korb brauchen wir Schinken, Wurst, Eier, ein bisschen Grünes. So, wir werden auch ein paar Kekse backen und die Eier färben. Und natürlich die Eier färben. So, und langsam fangen wir an. Wir haben schon, hinter mir ist das Wasser, es kocht schon. Jetzt werde ich noch ein bisschen Salz zufügen. Hier haben wir Salz. Kannst du mir bitte helfen und den Deckel heben? Natürlich. So, eins, zwei, glaubst du drei? Mehr? Das kann sein, mein Tod. Okay, alle guten Dinge sind drei. Und Deckel wieder zu. Deckel zu. Den Schinken. Wasser kocht schon? Ja, weil wir schon früher angefangen haben mit dem Wasser. Es ist ja ein ganz großer Topf und es wird schon ein bisschen dauern. Okay, dann komme ich mit dem Fleisch zu dir. Ja, bitte. Brauchst du eine Zange dafür? Nein, es geht okay, nicht. Ich heb. Also, Schinken wird reingetan und dann? Dann die Wurst. So, und jetzt kannst du mir bitte helfen mit dem Knoblauch. Knoblauch schälen. Hier haben wir Knoblauch. So, ich gebe dir ein Messer. Zeig mir, wie es geht, bitte. Räumen wir auf. Damit die Zuschauer sehen können. Ich werde das ein bisschen zerdrücken, dann geht es schneller. Den Wein hast du auch schon vorbereitet? Ja. Roten Wein. Hier ein Messer, du kannst auch mitmachen. Bitte schön. Schön alles schälen. Wie viel brauchen wir? Na, was meinst du? Viel oder wenig? Machst du das jedes Jahr zu Ostern? Ja, wir machen das jedes Jahr zu Ostern. Und dann, ich war ja einmal bei dir auf Besuch zu Ostern. In Satmar und ich konnte alles. Und ich konnte dabei sein, wie deine Mutter alles vorbereitet, den Korb. Wir haben geholfen. Und dann mit dem Korb in die Kirche. So, hilfst du mir bitte noch einmal? Natürlich, Deckel aufmachen. Deckel aufmachen. So. Und wieder zu. Wieder zu. Und jetzt lassen wir das kochen. Währenddessen fangen wir an mit den Eiern. Wir müssen die Eier erst waschen, weil diese Bio-Eier sind und sie sind von aus den Nestern. Wie sieht es aus mit dem Schinken? Es sieht wirklich lecker aus. Jetzt müssen wir warten, bis das Wasser kocht. Währenddessen fangen wir schon an, den Teig für unsere Kekse. Sind das spezielle, traditionelle Osterkekse oder wie sollen wir uns das vorstellen? Nein, es ist meine Variante, eine modernere Variante. Mhm. Warte nur eine Sekunde, ich bringe meine Rezepte. Ich kann das nicht auswendig.
Oh. Und dafür brauche ich Mehl. Und deine Schüssel? Von deiner Mutter oder von deiner Oma? Das ist von meiner Mutter. 250. So, irgendwo hinter dir steht mein Sieb, ja. Meine moderne Variante des Siebes. Bitte? So. Einmal kurz durchsieben. Und dann direkt in die Schüssel? Ja, gibst du mir bitte die Schüssel. Natürlich. So. Ja. Sehr schön. Sehr schön und sehr schnell. Ich brauche noch ein Eidotter. Ein Eidotter? Ja, bitte. Die Butter geht jetzt rein. Dann sind das die 100 Gramm Puderzucker. Ich bräuchte noch Backpulver und Vanillezucker. Und ein bisschen Zitronenschale. Tust du das für mich? Nur ein bisschen Zitronenschale. Dankeschön. Die Zitrone ein bisschen reiben. Was heißt ein bisschen für dich? Na, eigentlich müsste es ein Teelöffel sein. Super. Ja? Es reicht, ja, danke schön. Und jetzt kommt die harte Arbeit. Alles schön durchkneten. Was für ein Duft von dieser Zitronenschale. Und vom Schinken. Ja, du hast recht, auch der Schinken. Ich esse nie Fleisch. Aber das bedeutet nicht, dass ich das nicht kochen kann. Und erzähl ein wenig über die Zeit vor des Osterfestes. Fastet ihr? Gibt es eine Fastenzeit? Wie sieht es aus? Ja, es gibt eine Fastenzeit. In dieser Woche vor Ostern müssten eigentlich Menschen fasten. Und das macht man auch? Ja, ich mache das auch und ich hoffe alle. Ich bin der Meinung, man müsste eigentlich ab und zu fasten, weil es gut für den Körper ist. Und für die Seele. Eigentlich geht es ja um die Seele. Natürlich geht es auch um die Seele, aber ja, nicht alle verstehen das. So, ein Eidotter. Ja, kommt jetzt. Und ein großen Löffel Rahm. Kommt auch. Sauerrahm. Hier hast du einen Teelöffel, dann mache ich zwei oder drei? Zwei. Danke. Und noch eins. Und noch ein. Irgendwo hinter mir ist Frischhaltefolie. Könntest du mir bitte ein Stück geben? Aus in der Schublade? In der zweiten Schublade. Das kommt das Ganze, weil noch die Butter, jetzt wegen dem ganzen Kneten, wurde die Butter weich. Und wir bringen das im Kühlschrank für eine halbe Stunde, damit wir weiter dahin arbeiten können. Bitte schön. Und jetzt? So. Dankeschön. Das geht jetzt in den Kühlschrank. Jetzt langsam die Eier ins Wasser, in das heiße Wasser. Aufpassen. Ich gebe sie dir, gut, ich reiß sie dir. Oder soll ich sie auch rein tun? Bitte, tu das. Wie schön am Feuer. Ja? Ich habe zusammen mit meiner Mutter habe ich immer die Eier gefärbt. Es hat so viel Spaß gemacht. Habt ihr sie mit Farbe? Ja, mit Farbe, aber damals gab es nicht so viele schöne Farben. Es gab nur Gelb, Grün, Rot und Blau.
Aber jetzt haben wir sehr viele, sehr schöne Farben, auch Metallic-Farben haben wir, stell dir vor. Und erzähl bitte nach der Fastenzeit, wie es dann aussieht. Es kommt der Gründonnerstag, der Karfreitag und dann Ostersamstag. Dann bereitet man den Korb vor? Man bereitet den Korb vor, man geht in die Kirche, man geht zur Messe. Um Mitternacht? Um Mitternacht. Um Mitternacht, damit alles, was im Korb ist, geweiht wird von dem Priester. Und dann geht man nach Hause, man setzt sich am Tisch. Alles, was im Korb ist, wird auf dem Tisch sein. Und man isst alles und trinkt, was im Korb ist. Am Ostermontag kommen dann die Jungs uns zu bespritzen. Und ich hoffe, jeder hat ein schönes Fest. Ich habe noch eine kleine Überraschung für dich am Ende. Ich war im Garten und ich habe ein paar Äste gebracht, damit wir auch die dekorieren können. Osterbaum? Ja. Nur um ehrlich zu sein, ja, ich kann kochen, aber ich kann nicht Brot backen. Also, wir haben das Brot gekauft. Das Osterbrot ist schon im Korb. Wein kann rein? Wein, bitteschön. Rotwein, immer? Rotwein. Ich schlabber nachher auch Wein selber. Sehr guten, sehr guten Wein. Sind die Eier fertig? Ja, die Eier sind fertig. Erlauben wir nur ein bisschen die... So, dann beginne ich mit dem ersten, mit der ersten Farbe. Erlaubst du mir, das aufzusteigen, ja, und zu beginnen? Hier bräuchte ich deine Hilfe, denn die Person, die keine Handschuhe trägt, soll der Person, die Handschuhe trägt, ein wenig Farbe in die Handschuhe bringen. Danke. Noch ein wenig in die andere vielleicht. Überreichst du mir vielleicht in die Handfläche ein Ei? In die Handfläche, dankeschön. Die wird dann gerieben. Würdest du mir noch ein wenig Farbe geben, bitte? Ja, jetzt kommt die Farbe. Aus der Folie. Dankeschön. Mit dem Eifärbern kennst du dich nicht so gut aus. Diese Methode nicht. Die ist ganz neu. Letztes Jahr habe ich es gefunden. Die werden dann zu goldenen Eiern. Wow. Vielleicht dunkelrot, nicht wahr? Dunkelrot und blau. Gibst du mir die Schere? Die Schere ist hier. Danke. Hier ist heißes Wasser. Ein Viertel Liter Standard. Warte, auch Essig. Essig tust du rein? Ja. Ein Esslöffel Essig. Die Farbe geht rein. Durchmischen. Super, und jetzt die heißen Eier. Ich bin der Meinung, die Farbe ist nicht so intensiv. Vielleicht wird es noch mit der Zeit. Abgewischt. Abgewischt, ja. Ich gebe dir gleich ein Stück Speck. Ich habe dir die Fettisee nach vorne getan. Und jetzt noch die roten. Der Schinken ist fertig und auch die Wurst. Und wir können sie rausnehmen. Kannst du mir bitte das Brett geben? Ja. Danke. Kannst du das halten? Natürlich. Gut, und jetzt kommt noch die Wurst raus. Ja, die Wurst. Ein Stück. Und noch das zweite Stück. Super. Wir schneiden nur ein kleines Stück, symbolisch. Denn wir haben schon Brot und Wein. Sehr christlich. Ja, natürlich sehr christlich. Und jetzt schneide ich nur ein kleines Stück Schinken. Ich schau zu. Ich kenne mich nicht aus. Und aus der Wurst eine Wurst so
schön in zwei. Wir lassen das nur ein bisschen abkühlen und dann können wir das im Korb stellen. Das Stück Schinken kommt rein, hier. So. Dann kommt noch hier die Wurst. So. Als Deko die Zwiebeln. Darf ich das dann? Ja. Gibst du mir bitte auch ein paar Eier? Die roten natürlich. Die roten. Vielleicht auch ein grünes Ei. Ein blaues darf ich. Ja. Und golden, weil die sehr schön sind. Ja, der Priester wird sich freuen. Die grünen Zwiebeln noch dazu. Die grünen Zwiebeln noch dazu. Und Radieschen, oder? Und Radieschen. Ganz oben Radieschen. So, das wird alles bedeckt. Und dann können wir den Korb in die Kirche bringen. Den Mehl zerstreuen. Ja. Ich schaue zu. Hier kann ich nicht helfen. Zu hart? Ein bisschen, aber es wird gleich weicher. War es im Kühlschrank oder in der Tiefkühltruhe? Im Kühlschrank, aber ich glaube, in meinem Kühlschrank ist das wirklich sehr kalt. Sagst du vielleicht noch einmal die Zutaten für die Zuschauer? Mehl, Zucker, Puderzucker, unbedingt Puderzucker, ein Eidotter, 100 Gramm Butter, Vanillezucker, Backpulver, ein Esslöffel Sauerrahm, Zitronenschale und eine Prise Salz. Sehr gut, hört das sich an. Also ohne Milch, ohne Flüssigkeit? Ohne Flüssigkeit. Als Flüssigkeit hast du den Sauerrahmen. Und jetzt kannst du eine Form aussuchen, welche Form du willst. Eier. Ich würde gerne einen Osterhasen haben. So, und was Seite. Noch? Und unbedingt eine Blume. Und vielleicht passt noch ein Osterei rein. Gut. Das kannst du auch machen. Darf ich? Ja, bitte. Vielleicht noch einen kleinen Küken. Das sieht auch gut aus. Genau, noch die Tulpe. Ich mache schnell den Ofen noch an. Das hat schon Backpapier drinnen. Und jetzt können die kleinen Häschen und Küken rein. Und unsere Tulpe. Wir stellen das im Ofen 170, 180 Grad Celsius. Für ungefähr 20 Minuten. Und jetzt haben wir Zeit für meine Überraschung. Ich war schon im Garten, habe ein paar Zweige. Kätzchen? Kätzchen, ja. Ich habe ein paar Zweige abgeschnitten und ich habe dir auch ein bisschen Deko gebracht. Ja. Das sind zum Beispiel aus einer deutschen Zeitschrift, die man hier in Rumänien kaufen kann. Was machen wir jetzt? Und wir dekorieren ein bisschen, genau wie den Weihnachtsbaum, nur das ist ein Osterbaum. Und wir dekorieren ein bisschen, damit das schön aussieht. So. Darf ich das einfach Ostern. So? Ja, wie du willst, wie du spürst. Und das entspricht auch der Tradition? Das entspricht auch der Tradition. Genau wie ein Weihnachtsbaum. Gefällt dir? Sehr schön. Vielleicht drehen wir es auch um, damit man es aus jeder Seite sehen kann. Und dann stellt man an den Eingang? Ja, oder irgendwo im Haus, damit alle es bewundern können. Und wie du hier siehst, es steht auch hier frohe Ostern. Tust du bitte dieses auf dem Tisch, weil ja. Die Kekse sehr heiß sind. Ich glaube, sie sind fertig. Ich werde sie rausholen. Es duftet wirklich wunderschön. Ah, und dann kommen Sie jetzt auf den Tisch? Ja. Sie müssen noch ein bisschen abkühlen, bevor wir anfangen,
mit dem Dekorieren. Dann färbst du sie? Ja, ich färbe sie. Und schau, wie schön das und schnell das geht. Ich dachte, das ist eine super Farbe. Jetzt haben wir auch rote Eier in Kekse. Zum Essen. Zum Essen. Darf ich auch eins machen? Bitte. Danke. Gibt es die rote Tulpe? Ja, und dann können wir noch grün für den Stängel. Ja? Machst du das wirklich? Ja. Gleich erst arbeiten wir mit Rot, dann... Ich bereite dir auch eine andere Farbe vor. Darf ich weitermachen? Ja, bitte. Was möchtest du jetzt? Grün? Grün. Grün? Oder? Ja, ich habe kein Grün, aber wir können ein bisschen mit den Farben spielen. Ist das ein so in Tropfen Ordnung? Blau? Mache ich das richtig? Schon, dass ich dich unterbreche. Ja, sehr schön, super. Und ein Tropfen Gelb und wir haben Grün. Was kommt noch rein? Puderzucker. Bitte sag mir Bescheid, wenn das nicht richtig ist, was ich jetzt mache. Es ist sehr schön. Die perfekte Hausfrau bist du. Ja. Osterkeksen. Ich zeige dir gleich noch die Kekse, die ich dekoriert habe. Natürlich kann man mit ihnen so lange spielen, wie ich zu Weihnachten den ganzen Tag lang. Und dann sind ich habe auch mit der Pinzette gearbeitet. Und währenddessen kann ich dir auch zeigen, was ich heute dekoriert habe. Die sind dann fertig? Ja, sie sind fertig. Und die warten dann schon im Zimmer auf die Gäste? Ja. Und natürlich auf dich. Du kannst sie auch kosten. Dankeschön. Schau dir meine Kekse an. Man kann sie gar nicht vergleichen. Sehr schön. Es ist so schade, um die zu essen. Die kleinen Küken, die Eier, siehst du die kleinen Perlen? Und die könnte man hier einfach auf die frische Farbe drauf tun? Ja, wenn sie zeigst du es kurz. Okay. Es geht nicht mehr, weil die Farbe schon sehr... Aber auf die grüne, oder? Die sind auf die grüne geht es, ja. Und die Perlen kann man dann auch essen? Ja, sie sind auch essbar. Wir bedanken uns, Adina, bei dir. Ich bedanke mich auch.